Als er damals eine Bauzeit von 15 Jahren nannte, da ließ er sich auf einen mörderischen Wettlauf mit der Zeit ein. Im Grunde genommen war es ihm selbst klar, dass der Tunnel in dieser Zeit nur unter den günstigsten Bedingungen gebaut werden kann. Unter Bedingungen, die es tatsächlich gar nicht gibt. Nach 4 Jahren ist von der atlantischen Strecke noch nicht einmal der 6. Teil fertig. Weshalb sagte er denn das damals nicht? Weil sich kein Mensch an einem Projekt von so langer Zeitdauer beteiligt hätte. 15 Jahre, gut, das ist ein überschaubarer Zeitraum. Damit kann auch der kleine Mann etwas anfangen. Wulff, dem Lloyd die Finanzierung des Projektes anvertraut hat, braucht das Geld des kleinen Mannes. Ja, glaubst du, es wäre ihm möglich gewesen, für 3 Millionen Volksaktien innerhalb von 14 Tagen in Amerika und Europa an den Mann zu bringen, wenn Mac eine Bauzeit von 25 Jahren genannt hätte? Mac wird getrieben. Von diesem Wulff. Ja, ich habe ihn einmal kennengelernt. Den kann ich nicht ausstehen. Dieser kleine, fette, asthmatische Kerl mit den unruhigen Augen hinter den dicken Brillengläsern und diesem... Kapital. Wulff ist nur eine Schachfigur. Wenn er die gesteckte Norm nicht erfüllt, lässt man ihn fallen. Alle sind austauschbar, bis auf Mac. Ihm bürden sie alles auf. Ihn können sie nicht fallen lassen, denn sein Sturz würde alles mitreißen.